Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerlein kocht wertvoll hier im Kühnstudio Fränkel in Friedrichshafen. Wie Sie sehen, sind wir schon voll in Action. Mein heutiger Gast ist Herr Lothar Riebsamen, unser Vertreter und Mitglied im Bundestag in Berlin. Herr Riebsamen, wir haben schon den ersten Saibling habe ich Ihnen schon gezeigt und Sie probieren jetzt gerade, wie man den zweiten zerlegt. Ja. Nach Anleitung. Kopf haben Sie schon abgeschnitten. Kopf habe ich ja. Jetzt müssen Sie quasi. Und jetzt? Müssen Sie quasi. Ja, ich gebe Ihnen noch eine kleine Hilfestellung. Quasi hier, ja. Ich mache Ihnen einen kleinen Schnitt. Ja, so, und jetzt sind Sie auf der Mittelgräte und gehen mit kleinen Schritten nach hinten zur Flosse durch und schauen, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Das muss immer so ein bisschen knacken an der Gräte, oder? Ja, genau. Und Sie müssen quasi mit der Hand fühlen. Mhm. Sie müssen mit der Hand fühlen, ohne das andere Filet zu beschädigen. Oha. War nichts. Und das andere Filet zu beschädigen, wo sie sich gerade befinden. Aber das sieht schon sehr gut aus. Sieht gut aus. Ja, klasse. Doch. Ja, Wahnsinn. Ja, toll. So lobe ich das. Das gefällt mir gut, wenn die Gäste schon und jetzt von der anderen Seite. Und jetzt das andere, das gleiche in grün sozusagen. Ist ein bisschen schwieriger als mal weniger halt, oder? Ja, doch, geht. Ja, das geht gut. Der liegt jetzt auf der Gräte und ist nicht mehr so rutschig. Ja? Also wie gesagt. So sollte es dann ungefähr aussehen. Wir haben gesagt, dass der Fisch braucht pralle Augen und ich nehme immer einen ganzen Fisch, damit man auch die Qualität besser bestimmen kann. Ja. Dann kann man immer sehen, ob er noch einen Schleim dran hat. Das heißt, er ist sehr frisch. Die Kiemen sind wunderbar rot, die Augen prall und glänzend und das zeugt ein bisschen Fisch. Mehr Abfall habe ich als Sie. Das macht nichts. Wir werden da später dann ein Fischfond draus kochen und dann kommt uns das bisschen Fleisch zugute. Sehr gut. Wunderbar. Ich werde es ein bisschen weitermachen mit dem Fisch. Mhm. Sie dürfen in der Zwischenzeit schon unsere Beilage zubereiten oder vorbereiten. Ja? Also wir haben Kartoffeln, die wir dann natürlich kochen müssen und gehen da auf die Seite, wo kein Fisch drauf war natürlich. Ich gebe Ihnen auch ein Messer. Genau, Sie dürfen das so schneiden. Würde man sagen, dass wir gut ein Drittel von den Kartoffeln, die wir hier haben, so machen. Haben wir vorher natürlich gewaschen. Mhm. Mit der Schale, wenn es geht, immer besser, weil mehr Geschmack, ganz klar. Und ich gehe hier schon mal ran und mache den Fisch weiter. Ja, schneide hier alles weg, was wir nicht mitessen wollen. Die Haut lassen wir dran, weil man die mitessen kann, ganz klar. Kommen Sie denn überhaupt während Ihrer Arbeit noch dazu, Berlin auch kulinarisch zu genießen? Leider sehr, sehr, sehr wenig. Also die parlamentarischen Abende, die ja immer stattfinden, da wird immer viel drüber geredet, wie gut es an den Abgeordneten geht. Aber letztlich erschöpft sich das immer in Häppchen und da hat man nach 14 Tagen schon genug. Also ich habe mir angewöhnt, dass ich eigentlich am Abend relativ wenig esse. Okay. Und am Mittag durchaus in der parlamentarischen Gesellschaft gibt es ein gutes Restaurant, wo ich gelegentlich esse. Oder durchaus auch in der Kantine für Mitarbeiter und Abgeordnete. Die haben ein sehr gutes Angebot, auch vegetarisch. Ja, Da esse ich sehr gerne eigentlich. Also wir haben jetzt hier die Forelle quasi. Wir wollen die auch nicht mit Gräten essen, sondern die Forelle sage ich jetzt schon, den Saibling natürlich. Und zupfen die Gräten hier raus. Ja, und auch wieder ein frisches Merkmal, sitzt sehr, sehr fest drin, die Gräte. Und man sollte die immer dann in Fahrtrichtung rausziehen, dass man das Fleisch möglichst nicht verletzt. Und das ist schön, dass die Gräten. Eigentlich sollten ja gar keine mehr drin sein. Wenn ich das richtig gemacht habe beim Filetieren, sollten ja keine Gräten mehr drin sein. Ja, Das sind trotzdem nur welche. Ja, natürlich bleiben die drin. Ja. Es ist nur so, dass wenn man sie öfters mal tiefer abschneidet, dass man sie nicht mehr spürt. Aber die sind eigentlich schon noch drin. Sind schon noch drin. Ja, ja. So, also wunderschönes Filet. Kartoffeln. Und da habe ich natürlich ein bisschen was anderes vorbereitet noch dazu. Wir haben gesagt, wir machen Tomaten. Tomaten ist jetzt in Winterzeit eigentlich nicht so spannend von der Frische her. Im regionalen Bereich gibt es sowieso keine. Und da bin ich hergegangen und habe das Bestmöglichste daraus gemacht und habe eine Dosentomate genommen. Und zwar die beste, die San Marzano, ja, Original San Marzano, Fuße des Vesuvs. Die werden reif geerntet und dann in der Dose im eigenen Saft eingemacht. Und was Besseres gibt es eigentlich nicht. Also ganz toll aromatisch. Und ich zeige Ihnen das gleich mal, wenn wir die Kartoffel drauf haben. Sie dürfen da gleich mal eine kleine Handvoll Salz reintun und dann setzen wir das gleich auf. Wir gießen die auch nicht ab. Ja? Mhm. Und das Wasser, man könnte das Wasser jetzt natürlich auch hergehen und könnte es abschmecken, also so probieren, dass man sagt, okay, das Salz passt gut, weil die Kartoffeln saugen sich ja dann voll. Und die schmecken dann so, wie das Wasser schmeckt. Ja? Also wir können auch hergehen, weil wir machen die Kartoffeln ja nachher sowieso mit Thymian und können auch hier ein paar Thymianzweige mit reingeben und sogar ein bisschen Rosmarin, wenn ich hinkomme. So. Ja.
Die Kartoffeln nehmen das an, machen hier mal auf Vollgas, dann kann es dabei schon brutzeln. Und ich zeige Ihnen schnell, was wir für Tomaten gemacht haben, beziehungsweise was ich mir da ausgedacht habe. Und zwar haben wir die Tomaten, besagte San Marzano, schon hergenommen und haben die ein bisschen mariniert. Also sind ganze Tomaten, so Pflaumentomaten, Eiertomaten, mit ein bisschen Olivenöl, Salz, Zucker, ein bisschen Pfeffer und Rosmarin, Thymian. Und habe das jetzt schon eine gute halbe Stunde bei 100, 120 Grad im Ofen. Und das köchelt natürlich ein, die Aromen vermehlen sich miteinander und es reduziert und wird ein bisschen kräftiger. Und dann so ein Löffel dazu zu unserem Saibling mit den Kartoffeln und das wird richtig, richtig gut. Also ein bisschen können wir sie noch drin lassen. Geht natürlich, wenn die Tomatenzeit ist, auch hervorragend mit frischen Tomaten. Dann kann man die Filets abziehen und kann es auch ein bisschen würzen und dann ganz langsam marschieren lassen. So, wie gesagt, das kocht. Jetzt könnten Sie hier mal Hand anlegen und probieren. Wie gesagt, erst mit dem Finger drüber, bis man die Geräte fühlt und dann in Fahrtrichtung rausziehen. Und während Herr Riebsamen jetzt sich an den Geräten versucht, werde ich mich um den Rest kümmern und wir sind dann nach der Werbung wieder voll und ganz für Sie da. Willkommen zurück. Wir sind mittlerweile fast fertig mit unserem Saibling. Herr Riebsamen hat wirklich Talent bewiesen und schon fast alle Geräte entfernt. Sind noch welche drin? Oder? Ja, ich hoffe nicht. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. So, jetzt legen Sie das auch noch hier dazu rüber. Dann dürfen Sie schon mal einen sauberen Löffel nehmen und mal probieren, ob unsere Kartoffeln soweit sind. Sie sollten einfach noch einen leichten Biss haben. Löffel haben wir hier drin, genau. Sie sollten einfach noch ein bisschen einen Biss haben, weil wir müssen die nachher noch braten. Und dann bekommen Sie den Rest. Aber ich glaube, die sind schon ganz gut, oder? Wie gesagt, wir müssen immer im Kopf behalten, dass wir nachher noch... Haben noch Biss. Gut, dann bleibt eigentlich Zeit, um unseren Wein schon mal aufzumachen. Ja, das würde ich mal vorschlagen. Genau. Das also ich noch. Habe mir natürlich Gedanken gemacht zum Saibling, der ein schönes zartes Aroma hat. Dann haben wir ein bisschen die Zitronen mit dabei, zitronig, fruchtig. Und da habe ich einen ganz tollen Wein vom See wieder ausgesucht. Und zwar einen Müller-Thurgau vom Kress, aber nicht die trockene Variante, sondern die halbtrockene Variante. Mhm. Heißt nicht, dass er süß ist, aber er ist einfach gehaltvoller und passt natürlich zu diesen Aromen, die wir jetzt hier haben, eigentlich perfekt dazu. Also wirklich ganz toll und hat auch mit Sicherheit keinen Korkgeschmack, weil er einen Glaskorken hat. Das ist mir ganz praktisch. Und eignet sich auch hervorragend natürlich als Aperitivwein oder einfach mal für einen schönen Abend im Sommer auf der Terrasse so zu trinken, auch mal ohne Fisch. Aber ist schön. Herr Riebsamen, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Auf allein zum Wohl. Auf alles, was da noch kommt. Also ich finde den ganz toll und er hat auch wirklich auch eine Exotik. Ja? Also schmeckt ganz, ganz fruchtig und auch ein bisschen Mango, Maracuja. Also und es gilt auch noch, dass man Weißwein zum Fisch trinkt. Man kann auch, also da sind wir mittlerweile wirklich so weit, dass jeder nach seinem Gusto glücklich werden soll. Ja? Aber es hat es mal geheißen, zum Weißwein. Wobei natürlich heute, wenn Sie heute die Weißweine anschauen, die haben natürlich auch schon ganz schöne Umdrehungszahlen von bis zu 13%. Ja? Mhm. Also sind im Prinzip vom Rotwein nicht mehr allzu weit weg. Da können Sie auch einen schönen fruchtigen Rotwein trinken oder einen schönen Rosé. Ja. Und am besten halt auch immer, wenn Sie ein Gericht haben, das aus einer Region kommt, schauen, was wächst in der Region und dann das eben dazu kombinieren. Das ist eh klar. Also, genau. Das wäre jetzt auch schlimm, wenn Sie keinen Wein vom Bodensee hier zum Saibling servieren würden. Ja eben, Saibling kommt ja im Prinzip nicht aus dem Bodensee, aber von der Fischzüchterei in Ravensburg, vom Lelonek. Wir sind in Friedrichshafen, da muss schon Bodenseewein geben. Sie sind ja unter anderem auch für die Gesundheit zuständig in Ihrem Beruf. Ich bin im Gesundheitsausschuss und da befassen wir uns natürlich schon auch sehr mit Prävention. Also es geht nicht nur um Ärzte und Krankenhäuser, also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die Menschen krank sind, natürlich auch wichtig, aber gerade in diesem Jahr ist uns die Prävention sehr wichtig, das heißt gesunde Ernährung, das heißt auch eine gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung, Bewegung bereits im Kindesalter zu lernen. Entschuldigung, ich nehme die Garmin rüber, dass wir die nicht weiter kochen, aber erzählen Sie ruhig weiter. Im Kindergarten, in der Schule, also in den Lebenswelten der Menschen, die Leute anzusprechen, auch nach dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ja, deswegen lege ich auch großen Wert darauf, dass man in Kindergarten und Schule gesunde Ernährung den Kindern beibringt. Und auch Geld in die Hand nimmt. Das kostet durchaus auch Geld.
Aber geht man da auch über die Ernährung? Weil es ist ja wohl auch so, dass gerade die Ernährung in den Schulen oder in den Kantinen nicht gerade dem Ganzen zuträglich natürlich wird. Das ist natürlich ein Widerspruch oder wäre ein Widerspruch, wenn man in der Schule lehrt und im Kindergarten gesunde Ernährung lehrt und dann gibt es in der Schulmensa oder im Kindergarten dann jeden Tag Pommes. Das passt natürlich dann nicht zusammen. Natürlich, das muss abgestimmt sein. Sie dürfen schon mal nebenzu einen Tropfen Olivenöl in die Pfanne reingeben, dass man dann die Saiblinge oder beziehungsweise die Kartoffel mit anbraten können. Ich hole uns schon mal ein Stück Butter. Aber ich denke mal, dass auch sehr viel in den Familien selber passieren muss. Ja? Also wenn die Eltern das nicht vorleben, dann werden die Kinder keinen Geschmack an guten Sachen finden. Natürlich spielt es auch eine große Rolle, dass in den Familien das vorgelebt wird. Aber wir wollen eigentlich nicht in erster Linie die Familien jetzt ansprechen, die das ohnehin machen. Haben wir Gott sei Dank ja auch, sondern es geht vor allem auch um die Familien, wo das eben so nicht im Vordergrund steht. Und das spielt der Kindergarten und die Schule natürlich eine besonders wichtige Rolle. Also einfach um das Bewusstsein auch zu wecken für gesunde Ernährung. Von Kindesbeinen an. Auch für Geschmack. Ja. Sie dürfen jetzt gerade mal den Saibling noch würzen. Also wir haben so ein bisschen Pfeffer. Ja. Auch wer sagt, schwarzer Pfeffer zum Fisch passt wunderbar, weil Pfeffer ist ja richtig aromatisch und wenn man die richtigen Sorten nimmt, dann geht es auch ganz gut. Und hier drin haben wir wieder meinen. Bei der Forelle nehme ich weißen Pfeffer. Ja, aber schwarzer Pfeffer ist auch gut. Ist auch gut. Ja, okay. Aber gegen weißen Pfeffer ist nichts einzuwenden. Und hier haben wir Koriander und ein bisschen Fenchel. Riecht nach Medikament. Ja, klar, Anis. Der Anis kommt, ganz klar. So, dann haben wir auch ein besonderes Mehl, weil wir könnten jetzt natürlich die Haut von dem Fisch auch ohne Mehl machen, ganz klar. Aber ich nehme kein normales Mehl, sondern ein sogenanntes Wiener Griesler oder einfach ein doppelgriffiges Mehl. Und das hat den Vorteil, dass es einfach keine Mehlnester gibt. Mhm. Wir dürfen es ein bisschen salzen auch. Das ist ein grobes Meersalz, unraffiniert. Einfach schön schauen, dass wir es einigermaßen gleichmäßig hinkriegen. Da gibt es auch so die 3 S bei den Fischen. Wie war das? Säuern, Salzen, genau so. Aber das kommt eigentlich von früher. Von früher, ja. Da war das noch nicht so gang und gäbe mit der Küche. Aber solche Redewendungen prägen sich halt ein. Ja, natürlich. Ist auch nicht schlecht, weil das Salz, es zieht ein bisschen Wasser raus. Das Fischfleisch wird fester. Ja? Also es ist nicht so, dass es das Ganze alles weggeht, sondern es wird ein bisschen fester. Mhm. Und die Säure bindet natürlich schon mal ein bisschen das Eiweiß. Ja? So, das passt. Sie dürfen jetzt schon mal die Kartoffeln in die Pfanne geben. Dann lassen wir das schon ganz langsam marschieren. Die Fische sind gesalzen. Jawohl, wunderbar. Einfach ein bisschen schütteln, dann können wir das rausnehmen hier. Jawohl. So, die ist auch schon fast soweit. Genau. Welches war Ihres? Das ist Ihrer. Das ist meins? Ja. Gut. Also ich würde sagen, wir trinken nochmal einen Schluck. Okay. Weil der ist herrlich. Und wie gesagt, halbtrocken. Also ist nicht süß, aber er hat ein ganz tolles, sehr gut. Sehr vollmundig und ist einfach sehr, sehr präsent auch. So, da dürfen Sie auch wieder ein bisschen rangehen mit den beiden Gewürzmühlen. Jetzt in dem Stadium, dass die Gewürze, die ja nicht allzu fein gemahlen sind, ein bisschen mitrösten. Die Pfanne für den Saibling ist auch schon soweit. Wunderbar. Dann brauchen wir noch eine Platte, wo wir den Saibling dann drauflegen. Ja, sehr schön. Und Salz brauchen wir nicht, weil wir Salzwasser hatten, oder? Gar nichts mehr. Nicht so viel. Nicht so viel natürlich. Aber ein bisschen Salz kommt dann schon. Ja, klar. Und ganz zum Schluss natürlich wieder ein kleines Stück Butter. Es schmeckt immer gut und ist einfach schön. Und es gibt ein bisschen den Nussgeschmack. Ja, wunderbar, das sieht gut aus. Und hier haben wir so ein bisschen Babyspinat hergerichtet. Mhm. Ja, den wir ganz zum Schluss, wenn das fertig ist, können wir das dann ganz zum Schluss noch untermischen. Der fällt dann leicht zusammen, eben auch nicht im Wasser vorgekocht. Also bleibt einfach alles, hier in den Kartoffeln dazu. Bleibt alles drin. Ja. Mhm. Und auch hier haben wir alle Inhaltsstoffe, die da reingehören, bleiben einfach drin und werden nicht durchs Wasser abgewaschen. Ja. Und so viel wieder, sind wir wieder bei dem Thema gesunde Ernährung. Die Pfanne für unseren Fisch ist heiß. Wir werden jetzt schon mal die Fischchen braten. Ja. Machen das natürlich während der Werbung und sind hinterher dann wieder da, um unsere Fische anzurichten. Bis dann. Schön, dass Sie wieder da sind, beziehungsweise dran geblieben sind. Wir waren fleißig in der Zwischenzeit und haben natürlich schon angefangen, die Fische zu mehlen oder im Mehl zu wenden. Ja, Herr Riebsamen hat schon mal die Kräuter perfekt hergerichtet, die wir jetzt dann gleich in die Kartoffeln geben. Kartoffeln sind fast fertig, Pfanne ist heiß.
Es fehlen nur noch die Fische, die wir schon gesalzen und gewürzt haben. Und hier zeige ich es nochmal, das doppelgriffige Mehl. Es bleibt einfach nur eine hauchdünne Schicht Mehl übrig, kann man wunderbar mitessen und hat einfach ganz wenig Mehl dran. So, Sie dürfen schon mal die Fische, ich sage es mal, würde mal drei Stück nehmen, in die Pfanne reinlegen mit der Hautseite nach unten. Weil wir wollen die... Genau. Und wie lange? Wie lange lassen wir sie drin? Bis sie fertig sind. Ich zeige sie. Es gibt ganz klare Indikatoren bei den Fischen. Oder Sie können das vierte auch reinlegen. Das hat es noch Platz. Dann haben wir nicht so viel Fettes verbrennt. Ja. Die Hitze nicht zu stark machen. Das soll er nicht verbrennen. Sondern das Ziel des Ganzen ist, dass der Fisch auf der Haut brät. Ja, und die Haut quasi das zarte Fleisch schützt vor der Hitze. Und darum braten wir es auf der Haut. Und wenn es nie? Doch ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Wir braten es so lange auf der Haut, bis die Haut schön knusprig ist. Mhm. Ja? Und dann geben wir ein kleines Stück Butter rein, ein bisschen Zitronenabrieb und ein paar von unseren Kräutern, die Sie jetzt gleich schon mal hacken können. Ja? Sie können einfach schon mal den Thymian und den Rosmarin mal hacken, dass man nachher, da zeige ich Ihnen vielleicht gerade mal schnell, wie man das einfacher macht. Mit dem sogenannten Hebel. Ja? Einfach diese Richtung. Wie ein Zirkel, vorne bleibt es gleich und Sie gehen einfach rum und dann einfach so immer wieder wenden und dann von neuem. Wenn Sie natürlich je zarter die Kräuter sind, desto weniger fein müssen Sie es hacken, ja? Weil die dann durchs Rösten natürlich knusprig werden und wunderbar zum Mitessen sind. Ja? Die Kartoffeln, die passen soweit, sind schön braun. Da geben wir nachher ein kleines Stück Butter dazu, mache ich schon mal. Kleines Stück Butter dazu und auch eine kleine Handvoll von unseren frischen Spinatblättern. Kann man natürlich auch mit Mangold machen, geht auch ganz gut. Ja. Und die werden jetzt ein bisschen zusammenfallen und behalten natürlich alles an Inhaltsstoffen und sind somit auch gesund. Sie riechen es jetzt schon, ja? Also man riecht es auch, wenn das Saibling soweit ist. Man hört es und man riecht es, muss man alle Sinne einsetzen. Und ja, das schaut gut aus. Jetzt dürfen Sie gerade mal die Palette nehmen. Das einfach so lassen. Die Palette nehmen und die Fische wenden. Ich zeige Ihnen mal schnell ein, wie man den. Ich würde einfach hergehen und würde von hinten her anfangen und den einfach so vorsichtig rumdrehen. Sie sehen, die Haut ist wunderbar. Ja. Und jetzt können wir auch wirklich hergehen und können die Platte ausschalten. Ja. Weil die Restwärme in der Pfanne genügt vollkommen aus, um unseren Fisch dahin zu bringen, wo wir ihn haben wollen. Und auf die Uhr haben Sie jetzt gar nicht geguckt, einfach nach Gefühl. Das kann man nicht nach Uhr, weil es kommt auf die Qualität vom Fisch drauf an, auf die Hitze, auf so viele Sachen eben. Man erkennt es eigentlich daran, wenn es an der Außenseite schon so leicht glasig wird und gart, dann wäre es Zeit, den Fisch zu wenden. Oder Sie können auch mal kurz ein Filet umdrehen und schauen, wo der Garprozess steht. Genau. So. Jetzt geben Sie ein paar Abriebe von der Zitrone, natürlich Bio-Zitrone, ganz klar, in die Kartoffel mit rein. Wir haben Spinat, Kartoffeln, leichte Röstaromen und jetzt die frische Zitrone. Ja? Und ich gebe noch ein bisschen Thymian dazu. Und Sie werden sehen, das schmeckt richtig gut. Ja? Der Fisch gart in der Resthitze, verträgt auch noch ein paar Kräuter und der wird wunderbar sein. Den nehme ich jetzt schon mal raus auf die Platte. Es ist noch ganz leicht glasig. Ja? Und dann habe ich natürlich im Vorfeld schon aus den Karkassen einen Fond gekocht. Und jetzt lösche ich die Fischpfanne mit etwas Fond ab und gebe hier Vollgas, reduziert ein. Das passt soweit, können Sie abklopfen, die Zitrone abklopfen. Genau, wunderbar. Legen Sie es aufs Brett zurück und ich habe hier den Ofen auf 80 Grad vorgeheizt und da kann man die Fische wunderbar drin warm halten. Ja. Ich gebe Ihnen jetzt gerade mal mein Tuch und Sie dürfen schon mal die Tomaten aus dem Ofen holen und dann ist unser Fond soweit, den wir jetzt noch ein ganz kleines bisschen mit Rosmarin aromatisieren. Und was wir jetzt noch als Highlight haben, ja, Sie sehen es hier vielleicht schon die ganze Zeit, diese riesen Zitrone. Das ist keine mutierte Zitrone. Mhm. Stellen Sie es ruhig da drauf. Wo wachsen die? Sizilien kommen die her. Und das ist die sogenannte Cedro oder die Citrat-Zitrone. Ja? Mhm. Also aus dieser Zitrone wird das Zitronat hergestellt zum Beispiel. Und die kommt aus Sizilien, ist eine Bio-Zitrone. Sieht
so aus. Das heißt, ihr habt wenig Fruchtfleisch und ganz viel Schale. Ja? Und darum wird da das Zitronat auch hergestellt. Und wir sind jetzt hergegangen und haben die ganz, ganz dünn geschnitten auf einer Aufschnittmaschine oder auf einem Hobel. Haben die mit ein bisschen Meersalz. Ach, das sind die Zitronen. Meersalz aromatisiert. Genau, dann können die ein bisschen ziehen. Und jetzt tun wir noch ein bisschen gutes Olivenöl dazu. Genau. Und das gibt es einfach so als i-Tüpfelchen. Und die haben eine leichte Bitterkeit. Sie dürfen das gerade mal ein bisschen durchmischen. Haben eine leichte Bitterkeit. Ja? Und bitter ist einfach auch gut, gerade in der Jahreszeit, um die Verdauung anzuregen, die Gallentätigkeit. Und die haben ein unwahrscheinliches Aroma. Also ganz toll. Und natürlich Bioqualität, also man kann sie auch mit der Schale schneiden und essen. Ja, ich war letztes Jahr Pfingsten mit meiner Frau auf Capri. Ja. Da gab es auch diese Oschis da. Da habe ich Fotos davon toll, gemacht. Ist toll. Und Sie können das auch mal hernehmen und wirklich klein schneiden und die Kerne rausmachen und wie eine Marmelade einkochen. Ja? Also ganz toll. So, Sie dürfen es gerade damit rüberbringen. Stellen Sie sie her. Und Sie haben mal das Tuch noch, das Sie von mir bekommen haben. Dürfen gleich mal den Fisch rausholen. Und dann werden wir unser Werk vollenden. Also hier ist jetzt das Säftchen oder der Fischfond mit den Kräutern schon ziemlich eingekocht. Kleines Stückchen Butter und ich habe hier ein ganz besonders tolles Limonen-Olivenöl, das natürlich zum Thema passt, wo wir mit Zitrone arbeiten. Und das wird jetzt quasi eingeschwenkt. So, einen Fisch dürfen Sie auch gerade hier herstellen. Genau, stellen Sie ihn her. Dann haben wir die Palette. Ja, die darf ich Ihnen geben. Dann kümmere ich mich um die Kartoffelchen, ja, und zeige Ihnen, wo wir den Fisch hinmachen. Moment noch, kleinen Moment. Ja. Also ich würde einfach hergehen, würde hier und den Fisch quasi mit der Haut so anlegen. Genau. Die Haut da oben aber. Haut nach oben, jawohl. Genau. Haut nach oben. Genau. So. Zweiten Teller natürlich auch, ganz klar. Ja. Und nehmen wir ein Ohr bei der Pfanne. Man hört genau, wenn es zu stark einkocht. Dann muss man reagieren. Ja? Und Sie sehen, der Spinat, der ist jetzt gerade so zusammengefallen. Also wirklich alles noch drin. Ja? Wunderbar, ja, sehr schön. So, jetzt haben wir, nehmen wir einfach den Finger. Ja, herrlich, gut. Jetzt gehen Sie her und machen einfach von unseren Zitronen ein kleines Häufchen hier hin. Das tun wir nachher einfach so ein bisschen mit dazu essen. Und hier haben wir, wie gesagt, unsere Tomaten. Die jetzt richtig schön, richtig schön eingekocht sind. Schöne Farbe auch dazu. Ja, und die sind einfach toll. Weil die haben einfach das komplette Aroma drin. Ja. So, hier rein. Und Sie sehen, der Fischsud ist schon ein bisschen eingekocht, hat eine leichte Bindung, wurde durch die Butter und durch das hervorragende Olivenöl aromatisiert. Und ja, das ist nicht nur optisch ein Highlight, würde ich sagen, sondern mit Sicherheit auch geschmacklich. Das werden Sie gleich mal sehen. Und so kann man einfach auch kochen, ohne dass man jetzt groß eine Soße braucht. Ja. Mhm. Der Fisch ist saftig, die Kartoffeln sind saftig, die Zitronen, die Tomate. Also Und sieht wunderschön aus. Ein Hammergericht, würde ich sagen. Und schmeckt mit Sicherheit auch gut, wenn wir alles richtig gemacht haben. Und das haben wir. So. Also wir freuen uns jetzt natürlich auf das, was wir zubereitet haben. Und genießen das Ganze. Und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Sendung, wo die Irina Mauch da sein wird. Und das wird auch wieder ein Highlight, das kann ich Ihnen versprechen. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Tschüss.